Endlich ist es soweit. Wir haben den 8. Juni und ich mache mich jetzt auf ins Kino und bin gespannt, was Jurassic World 3 Dominion oder ein neues Zeitalter wirklich zu bieten hat. Die Macht der Genetik wurde entfesselt. Wir müssen einen schrecklichen Fehler korrigieren. So, ich bin jetzt frisch aus dem Kino zurück. Es ist schon wirklich spät am Abend. Ich möchte aber noch ganz kurz meine Meinung zu Jurassic World Dominion preisgeben. Und ich habe jetzt gemerkt, dass die Kritiken im Internet sind zum Teil sehr positiv oder eben sehr negativ. Irgendwie gibt es da keine Grauzone. Also der Film spaltet dann doch sehr die Gemüter. Und das ist sehr interessant und ich habe auch eine ganz grobe Ahnung, woran das liegen könnte. Und da quatschen wir jetzt einfach mal drüber. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Jurassic World Dominion läutet das große Finale der Jurassic-Ära ein. Es wird immer wieder mit The Great Conclusion beworben. Und der Film sollte ursprünglich schon letztes Jahr in den Kinos starten. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Ganze aber nach hinten verschoben werden. Deswegen haben wir den Film jetzt am 8. Juni 2022 bekommen. Und ich habe mich unfassbar drauf gefreut. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon gesehen. Auf diesem Kanal gab es zu der Werbekampagne oder generell nach dem ersten Trailer zu Jurassic World vermehrt Jurassic Park und Jurassic World Content, einfach weil ich mit dem Franchise wirklich aufgewachsen bin, noch bevor es ein Franchise gewesen ist. Und ich bin ein riesiger Jurassic Park Fan und habe mich sogar mit den Jurassic World Filmen so ein bisschen zusammengetan. Also ihr wisst ja, dass ich am Anfang sehr kritisch gegenüber den Jurassic World Filmen stand und dann habe ich damit angefangen, mich ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und inzwischen sage ich, okay, wir haben jetzt eben bekommen, was wir bekommen haben. Das heißt, Jurassic World ist jetzt eben da und ich habe jetzt die Wahl, ich meckere darüber rum oder ich sage, okay, ich nehme das Ganze so hin und versuche eben das Beste daraus zu ziehen. Ich habe mich dann für Zweites entschieden. Und sogar die Animationsserie mir angeschaut, da habe ich auch Videos dazu gemacht. Aktuell mache ich da eine First-Time-Watching-Reihe von der vierten Staffel zu Jurassic World Neue Abenteuer. Da habe ich dir mal hier oben das erste Video verlinkt, das ich darüber gemacht habe. Und wie gesagt, ich komme damit komplett klar. Habe mir dann irgendwann den zweiten Trailer zu Jurassic World Dominion angeschaut und war total baff, wie gut das ausgesehen hat. Es geht weg von der Insel, wir haben jetzt überall Dinosaurier auf dem Festland, dann wurde der Dino-Tracker veröffentlicht. Wir haben global die Dinosaurier-Sichtung verzeichnen können, haben uns sie selber auch beobachten können. Und mir ist eigentlich klar gewesen, okay, Jurassic World Dominion geht jetzt wirklich einen Schritt weiter und wir werden auf der ganzen Welt überall Dinosaurier entdecken. Leider muss ich jetzt hiermit schon die ersten negativen Worte an euch weitergeben, was die Marketing-Kampagne des Films angeht. Das kann man den Film selber nicht unbedingt zu Last legen, weil die Filmkritik, da kommt dann gleich noch was dazu, aber die Marketingkampagne, ich habe es selten erlebt, dass eine Kampagne, die einen Film bewirbt, so in eine andere Richtung geht, als der Film, den wir dann später bekommen haben. Uns wird hier nämlich suggeriert, es geht um einen globalen Effekt, den wir nach Jurassic World 2 eben verzeichnen. Sogar das Ende von Jurassic World 2 macht uns eigentlich klar, okay, danach geht es darum, wie können wir mit den Dinosauriern koexistieren? Was passiert denn weltweit? Wie reagieren wir weltweit auf die Dinosaurier? Das spielt im eigentlichen Film so gut wie gar keine Rolle. Und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, warum sehr viele Kritiker den Film übertrieben zerschießen. Also es sind ja teilweise Kritiken da, die den Film als den schlechtesten Film der gesamten Jurassic-Reihe, dieser sechsteiligen Reihe, bezeichnen. Ich meine, das könnte damit zusammenhängen, dass die Marketingkampagne uns einfach was komplett anderes versprochen hat. Das ist nicht der Film, der uns versprochen wurde. In dem Film geht es um etwas gänzlich anderes. Und ich werde hier in dem Video nicht darauf eingehen, worum es wirklich geht, denn dieses Video bleibt spoilerfrei. Ja, das heißt, auf die Geschichte werde ich jetzt gar nicht großartig eingehen, zumindest eben nicht auf geschichtliche Punkte, die wir aus dem Trailer her nicht sehen konnten. Aber die ganze Werbekampagne mit dem globalen Dinosaurier-Effekt war nicht das Einzige, womit wir eigentlich angelogen wurden. Ich habe auch ein Riesenproblem mit dem Satz The Great Conclusion. Ich habe da jetzt schon in zahlreichen Videos was dazu gesagt, was damit mein Problem ist, aber ich dachte nicht, dass man das einfach im Film später so enden lässt, wie man das hier enden lässt. Ich werde darauf nicht eingehen. Die Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Und hier bitte ein ganz großer Appell an euch. Spoilert bitte nicht in den Kommentaren. Ansonsten werdet ihr für diesen Kanal unsichtbar gestellt. Das heißt, ihr könnt weiter Kommentare schreiben. Es sieht halt eben nur keiner mehr. Einfach mal einen Ball flach halten. Da kommt dann auch noch ein Spoiler-Part zu dem Video. Und da kann man sich dann da ein bisschen mehr auslassen.
So, in dem Video jetzt bitte, wie gesagt, versuchen, so viele Spoiler wie möglich zu vermeiden. Ich werde das Video jetzt hier in 5 Kapitel gliedern. Einmal werden wir über die Story reden, dann über die Charaktere an sich. Wir werden über die Dinosaurier reden. Über Biosyn habe ich noch 1-2 Worte zu verlieren. Wie gesagt, das hier ist alles komplett spoilerfrei, keine Angst. Und dann zum Schluss möchte ich hier noch ein Fazit von mir abgeben zum Film generell. Zur Story kann man so viel sagen, dass ich davon ein bisschen verwirrt gewesen bin. Ich habe sogar während dem Film, ich war mit einem guten Kollegen im Kino gewesen, ich habe mich während dem Film zu ihm rübergebeugt und habe auch noch zu ihm gesagt, worum geht's denn da jetzt eigentlich gerade? Was will der Film mir denn jetzt eigentlich gerade erzählen? Und das liegt daran, dass wir auch schon im Trailer so mitbekommen, ey, okay, wir haben auf der einen Seite den alten Cast, auf der anderen Seite eben den neuen Cast. Das passiert auch genau so. Wir haben quasi 2 Storystränge. Worum es da geht, ist aus den Trailern vielleicht irgendwie schon erkennbar, mehr oder weniger, zumindest einer dieser Storystränge. Auf jeden Fall ist hierbei schon das erste Problem, dass beide Geschichten total seltsam sind. Also wir haben die eine Geschichte, die ist extrem langweilig und 0815, und die andere Geschichte ist so an den Haaren herbeigezogen. Da kann man natürlich meinen, ey, das müsste doch eigentlich so ein perfektes Mittelmaß geben. Das Komische dabei ist, die eine Geschichte ist so langweilig, dass die in die andere Richtung schießt, und die Geschichte auf der anderen Seite ist so abgedreht, dass das sich irgendwie voneinander abstößt. Also der Film fühlt sich ganz eigenartig an, weil man eben auch immer hin und her switcht zwischen diesen beiden Geschichten. Und das funktioniert nur bedingt. Es ist jetzt wirklich schwer, hier ohne Spoiler darüber zu reden, was ich damit meine. Aber wie gesagt, ein Spoiler-Part kommt ja noch. Die Geschichte hat sich in einem Jurassic-Film noch nie so künstlich angefühlt wie hier. Es passieren nur Zufälle, die aber alle nur dafür da sind, damit der Film sich an irgendeiner bestimmten Stelle positionieren kann. Und ich habe mich dann im Kino irgendwann damit abgefunden. Es geht permanent so. Es geht, ja, wir brauchen jetzt aber den und den. Ach, zufällig kenne ich da noch jemanden, der da ist. Ja, aber wir haben doch das und das Mittel nicht. Zufällig haben wir das doch, weil ja das und das da ist. Und das geht bis zu einem bestimmten Punkt im Film. Und ich habe dann für mich selber gemerkt, okay, die wollen, dass wir jetzt zu einem bestimmten Punkt kommen. Deswegen wird da alles sehr künstlich inszeniert und eben auch sehr schlecht inszeniert, weil es ist sehr seltsam, wie viel da durch Zufälle passiert. Und jetzt nicht nur aus Sicht der Protagonisten, auch aus Sicht der Antagonisten. Alles, was da passiert, ist so übertrieben aufgesetzt und künstlich hervorgerufen. Und ich habe mich damit im Film arrangiert und habe mir gedacht, okay, gut, dann bringt das halt jetzt aber auch irgendwie dann zusammen, dass ich wenigstens da sagen kann, coole Sache. Es kommt zu diesem Punkt nicht. Dieser Punkt existiert nicht, dass ich sagen kann, deswegen haben die alles so künstlich zusammengeführt. Die Action in dem Film ist gut, ist relativ gut, aber ist einfach zu viel. Also ich hatte da irgendwann mal ein YouTube-Video von David Hein gesehen. Es ging, glaube ich, um Filme, aber er hat auch das Beispiel Call of Duty herangezogen. Hast du einen Moment gehabt, der dir im Gedächtnis geblieben ist, der sich von dem Rest des Films abgehoben hat. Und das hat in diesem Moment so etwas Besonderem gemacht, ein Highlight. Ein Highlight in einem Spiel, ein Highlight in einem Film. In Jurassic Park 1, das Highlight ist wahrscheinlich der T-Rex-Breakout. Ich für meinen Teil bin in der Lage, von jedem der Jurassic-Filme ein Highlight herauszufischen. Wir können es ja gerade mal ausprobieren. Jurassic Park 1 auf jeden Fall der T-Rex-Breakout, obwohl es da auch noch mehrere gibt. Jurassic Park 2 ist das einmal die Wiese mit den Raptoren oder eben der Auftritt der beiden Tyrannosaurus Rex. Man könnte sogar noch sagen, es gibt dann noch einen dritten großen Auftritt, das ist eben in der Stadt. Das mögen ja viele nicht. Ich mag das zum Beispiel. Jurassic Park 3 wird es ein bisschen schwieriger, aber auch hier würde ich ganz klar sagen, der Flugzeugabsturz von Beginn, der Kampf gegen den T-Rex, ja, so kurz er auch sein mag, ist, glaube ich, auch sehr denkwürdig. In Jurassic World, dem ersten Film, ist es zum Beispiel einmal der Tod hier von der Babysitterin oder auch der Kampf zwischen dem T-Rex und dem Indominus Rex oder die ominöse Szene mit den Velociraptoren, die Owen Grady begleiten, während er auf seinem Motorrad den Indominus Rex jagt. In Jurassic World 2 wäre es dann zum Beispiel der Tod von dem einen Soldaten gewesen, der vom Indoraptor gefressen wird. Es wird auch Leute geben, die sagen, der Vulkanausbruch gehört für mich mit dazu. In Jurassic World 3 hast du diesen Moment nicht. Und das liegt daran, dass hier versucht wird, aus allem, aus jeder einzelnen Szene, eine so denkwürdige Szene zu machen. Und das häuft sich. Das ist eben einfach viel zu viel. Jede einzelne Szene versucht, die andere wieder zu toppen, was die Action angeht. Dadurch entsteht ein Effekt, dass die Dinosaurier als Beispiel, zu denen komme ich ja auch noch, mehr so als Randfiguren auftauchen. Und es tauchen viele von den Dinosauriern auf, aber in einer Geschwindigkeit. Die werden abgehandelt. Das ist quasi, als hätte da der Regisseur mit einer Checkliste dahinter gestanden, hätte sich ein paar Saurier aufgeschrieben, der muss auftauchen. Check, 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 check.
es gibt keinen Grund, also es gibt auch keinen wirklichen Höhepunkt, wo ich für mich sagen würde, das war das Highlight an diesem Film. Das ist ja schade, weil wir eben hier die Chance gehabt hätten, so einiges aus diesem Franchise rauszuholen. Man hat sich bewusst dazu entschieden, zu sagen, wir nehmen Jurassic Park, machen daraus ein Franchise, gehen den Weg, den Jurassic World eben gegangen ist, um zu diesem Film Jurassic World Dominion zu gelangen, preisen das Ganze dann eben noch als The Great Conclusion, der große Zusammenhang, das große Finale an. Und das ist das, was dabei rauskommt. Also man muss sich überlegen, dass sogar der Regisseur gesagt hat, naja, jetzt wo die Saurier in unserer Welt leben, haben wir eigentlich eine Palette an Geschichten, die wir erzählen können. Wir können jetzt alles damit machen. Und das ist richtig, aber das, was sie damit machen, also wenn ihr den Film schon gesehen habt, werdet ihr mir folgen können. Ich verstehe nicht, wie man da wirklich in so einer Produktion sitzt, ja, bei der Abnahme von einem Skript, bei einem Pitch-Meeting, wo erklärt wird, okay, was machen wir jetzt? Und jemand stellt diese Story vor und alle im Raum sagen, ja, ist ja eigentlich geil, das machen wir genauso. Ich verstehe nicht, was da der Gedanke dahinter war. Zumal uns auch noch das Ende von Jurassic World 2 gesagt hat, ja, jetzt geht's in die weite Welt hinaus, jetzt sehen wir Dinosaurier überall auf der Welt. Am Ende sieht man das auch wirklich, gelogen war es halt nicht. Aber ihr seht, wenn ihr den Dino-Tracker beobachtet, habt ihr mehr Screentime von Dinosauriern, die global rumrennen, als in diesem Film. Dann haben wir eben noch, wie gesagt, diese zwei Geschichtsstränge, die dann natürlich irgendwann zu einem zusammenführen. Der Giganotosaurus ist nicht die Hauptbedrohung in diesem Film. Könnte man irgendwie auch sagen, okay, cool, ich bin der Meinung, dass die Hauptbedrohung hat man nicht kommen sehen. Ich hatte mir mal kurz überlegt, sogar ein Video darüber zu machen, denn es wird im Trailer angedeutet. Aber habe es dann doch gelassen, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Aber die Hauptbedrohung, da muss ich wirklich sagen, wäre ich niemals drauf gekommen. Und Laura Dern, die Schauspielerin von Dr. Ellie Sattler, hat auch mal lange bevor die Werbekampagne zum Film angefangen hat, gesagt, der Film wird ein Wissenschaftsthriller werden. Ihr werdet nicht erahnen können, worum es da wirklich geht. Und da muss ich sagen, das stimmt tatsächlich. Auf so einen Schwachsinn bin ich wirklich nicht gekommen. Also das ist halt nicht gut in dem Fall. Und das tut mir so ein bisschen leid für den Film. Ich habe mich wirklich unfassbar drauf gefreut. Ich habe den Film, während ich im Kino gesessen habe, habe ich mir versucht, Dinge gut zu reden. Was schon mal ein schlechtes Zeichen ist. Aber um jetzt auch mal was Positives loszulassen, die Geschichte nimmt trotzdem auch einen Storystrang auf, wo ich froh war, dass man das wenigstens weitererzählt. Hier haben wir wieder den Fall von, ja, es macht Sinn, was erzählt wird, aber eben die Umsetzung ist natürlich ein bisschen schwach. Zu den anderen beiden Geschichtssträngen muss ich wirklich sagen, es macht sogar vielleicht Sinn, was erzählt wird. Es ist vielleicht auch wieder eine logische Konsequenz aus irgendwas. Aber das wollte doch niemand sehen. Bei allem, was du jetzt hättest erzählen können, man hat sich jetzt wirklich gedacht, wir bringen Biosyn mit rein. Biosyn hat ein riesiges Areal aufgebaut, um Dinosaurier da drin einzufangen. Wir haben jetzt eine globale Pandemie von Dinosauriern, die überall auf der Welt erscheinen und auftauchen. Und das ist jetzt das Resultat aus diesem Grundkonzept. Ich finde das einfach nicht erfüllt. Ich bin der Meinung, dass diese gesamte Marketingkampagne hat uns so übel viel geleitet, dass die Story darunter eben auch leidet. Ich werde den Film nochmal sehen, zusammen mit meiner Familie, und da mal gucken, ob ich dann ein bisschen anders rangehe, weil ich glaube auch, dass der Film stark darunter leidet, dass eben was ganz anderes versprochen wurde, als er wirklich ist. Und ich meine das todernst. Ich habe mir vorher eine Kritik angeschaut, eine spoilerfreie Kritik, Gott sei Dank, die Ähnliches gesagt hat. Das ist ein ganz anderer Film. Man kommt nicht darauf, was das für ein Film ist. Und ich muss euch wirklich sagen, das ist der Fall. Ihr kommt nicht darauf, was das für ein Film ist, weil das im Trailer anders versprochen wird. Und deswegen war ich von der Story her so ein bisschen baff, weil ich mir gedacht habe, ist ein bisschen schwach, ne? Gerade für The Great Conclusion ist es ein bisschen schwach. Ja, die Charaktere, die variieren jetzt auch untereinander. Ich muss sagen, dass Owen, Claire und Maisie, die haben natürlich irgendwie eine Relevanz, die erfüllen auch ihren Teil der Geschichte. Gerade was Maisie angeht, da wird noch mal ein bisschen was erklärt, aber die entwickeln sich halt nicht weiter. Die sind immer noch genau die gleichen Stereotypen wie auch am Anfang, im ersten und gerade eben auch im zweiten Film. Claire ist immer noch auf dem Trip, alle Saurier müssen gerettet werden. Owen ist immer noch der coole Typ, der teilweise Mission Impossible Moves abzieht in dem Film. Die Dialoge unter den Figuren sind so künstlich und aufgesetzt, wie zum Teil auch die Zufälle der Geschichte, dass das passiert, damit das passiert, damit das passiert. Es wird Exposition geführt, wo sie einfach nicht hingehört. Und das Problem hierbei ist, dass sich der Film keine Zeit für Ruhemomente nimmt. Wir bekommen
mehrere Figuren eingeführt, die wir auch vorher nicht kannten, die jetzt quasi neu in den Film integriert werden. Und die müssen wir eben kennenlernen. Weil der Film sich aber keine Zeit dafür nimmt, auch mal zur Ruhe zu kommen, lernen wir diese Figuren kennen in den brenzligsten Situationen, in denen die Figuren sich einfach gegenseitig vorstellen, wie bei einem Bewerbungsgespräch und sich erklären, übrigens, ich bin der, ich mache übrigens den Job, das ist mein Job, hallo. Und es passiert aber gerade was im Hintergrund und du denkst dir, das passt jetzt einfach gerade überhaupt gar nicht da rein. Es gibt drei Momente, danach habe ich aufgehört zu zählen, ich meine, das wären sogar fünf gewesen im Endeffekt. Drei Momente, in denen Figuren sich so unnatürlich verhalten, das sind schon James Bond-ähnliche Situationen. Erstmal haben wir hier teilweise Figuren, die auch James Bond-Charaktere sind, sowohl vom Outfit als auch vom Verhalten her, und die sich in den brenzligsten Situationen obercool verhalten. Und das nimmt Ausmaße an, nur mal ganz kurz als Beispiel. Es gibt irgendwann einen Schusswechsel von zwei Parteien und eine Figur läuft in der Mitte des Schusswechsels quer durch diesen Kugelsturm durch und guckt so ganz cool in die Kamera und ganz arrogant und dabei dieses overdressed Outfit, das dann da so mitflackert und dann läuft die Figur ganz cool und das passiert aber 1, 2, 3 Mal, wie gesagt, danach habe ich irgendwann aufgehört zu zählen und das fühlt sich wirklich sehr seltsam an, gerade wenn man eben noch Bezug nimmt darauf, dass das ja ein Teil des Jurassic-Franchises ist und man muss hier nicht mal den Film mit Jurassic Park vergleichen, das ist immer ein sehr unfairer Vergleich. Vergleichen wir einfach mal das Verhalten der Figuren dieses Films mit denen, mit dem Verhalten der Figuren von mir aus auch von Jurassic World 2 oder eben Jurassic World 1. Das ist ganz seltsam zum Teil. Die Motivation von den neuen Charakteren, die werden zum Teil gar nicht beleuchtet oder eben total willkürlich nach dem Motto, ja, ich helfe euch jetzt, ja, warum? Ja, weil ich gesehen habe, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Ja, okay, komm halt mit. So, da, also diese Figur wird vorher noch als irgendwie antagonistisch dargestellt und danach sagt sie einfach, ja, ich mache jetzt halt doch mit, weil ich habe meine Meinung jetzt doch geändert. Und das wird auch nicht hinterfragt. Da wird einfach gesagt, okay, cool. Und kurz danach stellen sie sich dann eben vor, wie gesagt, wie in so einem Bewerbungsgespräch mit Job und dem ganzen Kram. Es ist sehr, sehr eigenartig geschrieben, was die Charaktere angeht. Ich glaube, es geht vielen so, dass auch ihr euch sehr über die Rückkehr von Dr. Ellie Sattler, Alan Grant und Ian Malcolm freut. Das auch zu Recht in einem bestimmten Teil. Ich habe mich auch sehr über die Rückkehr gefreut, die leider auch darunter leidet, dass der Film eben sehr schnell funktioniert, weil wir auch hier wieder sehr wenig Aufbau der Figuren haben. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit gewünscht, dass man Ellie Sattler und Alan Grant zusammenführt. Das ist eine super schöne Szene, wo die beiden dann wieder so zusammenkommen und sich das erste Mal unterhalten. Aber da merkt man einfach während der Szene auch, dass jetzt hier die Zügel wieder angezogen werden. Wir müssen vorankommen, Leute. Macht mal schneller jetzt. Was sie mit Ian Malcolm gemacht haben, verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht. Wir haben natürlich jetzt bestimmte Ausgangspunkte. Ne? Ich meine, die Figuren sind alle wesentlich älter. Das spielt ja auch um einige Jahre nach den anderen Filmen aus Jurassic Park. Und unsere Figuren stehen jetzt an bestimmten Punkten. Und an dem Punkt, an dem Dr. Ian Malcolm steht, da, ich habe es nicht verstanden. Es wurde auch nur mal so ganz kurz irgendwie nebenbei fallen lassen, der Satz, was ja seltsam ist, weil das eine der wichtigsten Figuren, eine der wichtigsten Schlüsselfiguren dieses Films ist. Es wurde oftmals gelobt, dass sich Ian Malcolm ja genauso verhält wie der Ian Malcolm aus Jurassic Park. Das finde ich gar nicht zum Beispiel. Beziehungsweise muss ich sagen, dass sein Verhalten zum Teil nicht zu seiner Erscheinung passt. Man wird ja reifer und ein bisschen, ne, man verändert sich ja auch von der Art her, wenn man älter wird. Die anderen beiden fühlen sich sehr organisch an, also Ellie und auch Grant. So, das passt schon, wie die sich verhalten. Bei Ian Malcolm war das mir teilweise ein bisschen zu aufgesetzt, obwohl er auch einen ziemlich coolen Moment hat, wo er quasi einfach nur in die Kamera guckt und ein Wort sagt. Und da habe ich schon so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Das ist wirklich nur ein einziger Name, den er in diesem Augenblick fallen lässt. Und ich dachte mir so, oh, das ist schon böse, das ist schon gut gemacht. Die drei harmonieren auch wesentlich besser miteinander als jetzt hier die Owen, Claire und Maisie, die jetzt auch so eine Familie sind. Das heißt, Maisie ist in der Pubertät und macht jetzt Dinge, die sie nicht machen darf, aus Trotz, damit sie... aus Trotz ist eigentlich Quatsch, also hat schon irgendwie seinen Sinn. Und Owen und Claire wollen sie halt dann davon abhalten, dass sie irgendwie in Gefahr kommt, wollen halt, was Eltern eben dann auch so machen, ne? Wollen sie halt davor bewahren, Fehler zu machen. Alan, Ellie und Ian haben immer noch so ihr Dreier gespannt. Ian versucht immer noch so ein bisschen Ellie anzubaggern, was ich auch ein bisschen komisch fand. Wir erfahren was aus Ian Malcolms Privatleben, was auch so ein bisschen goofy ist. Es war ein bisschen seltsam, weil das, keine Ahnung, es ist wirklich schwer, jetzt hier Worte dafür zu fassen, ohne euch das Ganze tot zu erklären. Deswegen will ich jetzt hier auch nicht weiter auf diese Figuren eingehen. Auf jeden Fall funktioniert der alte Cast für mich besser als der neue Cast. Die haben mehr Spaß gemacht, die haben mehr Ausstrahlung gehabt in das Ganze, von dem ganzen Thema. Und auch als dann eben die Figuren zusammenkommen,
Ja, hat man auch schon im Trailer gesehen. Man sieht dann irgendwann, dass diese Figuren dann sich eben auch treffen. Hat ganz cool funktioniert. Da hätte ich mir bei der einen oder anderen Figur eine ein bisschen intensivere Reaktion auf das eine oder andere gewünscht. Das ist dann eben nicht passiert. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch vielleicht sehr viel Gemecker. Ich komme gerade echt frisch aus dem Kino. Musste halt feststellen, dass der Film einfach nicht der Film ist, der uns versprochen wurde. Und deswegen bin ich da gerade so ein bisschen noch mürrisch. Es wird noch ein Spoiler-Talk zu dem ganzen Thema kommen. Dann werde ich das eventuell auch schon ein bisschen anders sehen. Louis Dutchson und Henry Wu. Und ja, ich sage immer noch Dutchson. Aus irgendeinem Grund haben sie in der deutschen Synchro jetzt die Aussprache des Namens geändert. Im ersten Film hat Dennis Nedry noch geschrien, Dutchson, Dutchson, wir haben Dutchson hier. In dem Teil wird ganz klar gesagt Dodgson, also da wird das O wirklich Dodgson ausgesprochen. Louis Dodgson und Henry Wu sind die zwei letzten Charaktere, die ich hier erwähnungswürdig finde, weil der Rest, es tauchen wirklich einige Figuren auf, sehr viele Figuren, aber den Rest, der ist halt, wie gesagt, der kommt und geht eben so in so einer Fließband, in so einem Fließband, in Fließbandmanier, dass man da gar nicht wirklich drüber reden könnte. Die zwei allerdings, zumindest einer von den beiden, hat mich dann doch mehr oder weniger überzeugt. Wir reden erstmal ganz kurz über Dr. Henry Wu. Der hat quasi, im Trailer zeigt er schon, wie er im ganzen Film drauf ist. Er heult die ganze Zeit nur rum. Er hat ja einen schrecklichen Fehler gemacht und das ist alles schrecklich und das ist alles bla bla bla. Und ja, also das, was er im Trailer, wie ihr ihn im Trailer seht, so ist er eben den ganzen Film über. Er hat allerdings auch, und jetzt muss ich wieder mal einen positiven Switch reinbringen, erklärt einen kleinen Twist, den ich auch nicht habe kommen sehen. Ein Twist, über den sich jetzt auch wieder, da werden sich die Geister auf jeden Fall sehr scheiden, weil er dazu führt, dass Jurassic World sich runder anfühlt. Es wird sogar auf den Park mit eingegangen und es wird damit versucht, diese Great Conclusion zu machen. Meiner Meinung nach ist das eine schöne Idee, das irgendwie so zu erzählen, aber es reicht einfach nicht, um dann damit zu rechtfertigen, dass das Ganze als das große Finale, das, womit Jurassic Park begonnen hat, wird jetzt hier beendet. Das sehe ich nicht so. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, mir hat doch gefallen, dass man noch so einen Twist mit eingebracht hat. Es gibt, wie gesagt, jetzt zwei, drei Dinge, die man im Film nicht kommen sieht. Auf Louis Dutchson habe ich mich ja sehr gefreut, weil ich den Schauspieler sehr mag. Campbell Scott ist einfach von seiner Ausstrahlung her schon super cool. Und ich dachte mir, okay, wie werden sie jetzt hier Dutchson rüberbringen? Also wird er die gleiche Figur sein wie auch in Jurassic Park? Da haben wir ihn ja nur ganz kurz gesehen. Oder haben sie jetzt hier eine ganz neue Interpretation im Kopf? Ich habe ja mal ein Video darüber gemacht, in dem ich gezeigt habe, wie Campbell Scott in einem Interview über die Figur Louis Dutchson gesprochen hat. Und da hat er auch gesagt, ja, er ist eigentlich noch die gleiche Figur wie in Jurassic Park 1. Und man kann wirklich sagen, nee, wir haben Louis Dutchson zwar nur ganz kurz gesehen in Jurassic Park 1, aber die Figur in dem Film, in Jurassic World Dominion, verhält sich sehr anders als Dutchson in Jurassic Park. Aber ich muss sagen, mir hat das ganz gut gefallen. Es wird jetzt öfter gesagt, es ist halt so ein Bond-Bösewicht. In vielen Aspekten ja, aber mir hat sein Auftreten gefallen. Er hat einen Charakter. Ich fand ihn komischerweise nicht so den Stereotypen-Charakter, obwohl er wahrscheinlich doch so der Stereotypen-Bond-Bösewicht ist. Mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen, weil ich auch nicht kommen sehen habe, dass er so geschauspielert wird. Ich fand das einfach ganz cool. Er ist zum Teil sehr unvorhersehbar von der Figur aus. Er ist mir ein bisschen zu weich gespült. Also es gibt eine Situation, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt ist die Figur aber in Gefahr und dann sagt er irgendwas von wegen, ja, du kannst gehen. Und ich dachte mir halt, das habe ich jetzt nicht erwartet, weil er doch sehr skrupellos rübergebracht wird und dann hier und da mal Entscheidungen trifft, die dann eigentlich relativ human sind. Aber Louis Dutchson hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass wir diese Figur vielleicht schon etwas früher eingeführt hätten, in Jurassic World 1 zum Beispiel. Dass man da ein bisschen mehr draus gemacht hätte dann da, um nochmal ganz kurz den Bogen zurück zur Geschichte zu spannen. Man fokussiert sich hier sehr stark drauf, Biosyn einzuführen. Und du führst Biosyn ein als den großen Antagonisten und entscheidest dich aber dazu, das im letzten Film der Reihe zu machen. Das hat so ein bisschen den Imperator-Effekt gehabt aus Star Wars. Ja, wer Star Wars kennt, weiß, was ich meine. Der Imperator, Achtung Spoiler für Star Wars, war eigentlich nach Episode 6 tot geglaubt und dann in Episode 9 war er auf einmal wieder da und die Erklärung, warum er wieder da ist, war einfach irgendein Satz, den er in Rätseln gesprochen hat. Und das musste man eben einfach so hinnehmen. Und auch hier habe ich mir gedacht, okay, Biosyn wird irgendwie als Weltkonzern aufgebaut, der globalen Einfluss hat. Und ich dachte mir, seit wann denn? Warum wurde das denn nicht mal vorher irgendwie thematisiert in der bestimmten Hinsicht? Weil wir auch hier erfahren, dass Biosyn
überall so die Hände im Spiel hat. So, also ihr seht es dann eben im Film, was ich jetzt damit meine. Aber das hätte man doch vorher schon mal einbauen müssen. Ich rede jetzt nicht von den Jurassic Park Filmen. Da hat man sich aus irgendeinem Grund bewusst dazu entschieden, wir lassen Biosyn raus. In den Jurassic World Filmen aber, da einfach der Name hätte ja schon mal fallen sollen. Ihr habt mir mal in den Kommentaren geschrieben, dass Claire wohl mal den Namen Biosyn gedroppt hat. Ich erinnere mich da nicht dran, aber auch das reicht ja nicht. Wenn du jetzt auf einmal da dieses Biosyn Valley hast und alles drum und dran und was das für eine Anlage ist, das kommt so aus dem Nichts heraus. Und das ist einfach so eine filmische Sache, hätte man vorher öfter mal erwähnt, wie heftig Biosyn Valley ist, was da alles abgeht, was da alles passiert. Und jetzt in Teil 3 siehst du das dann das erste Mal. Wäre der Effekt wesentlich cooler gewesen. So geht das ein bisschen verloren, weil man sich dann doch denkt, okay, ist halt jetzt da und ja, sieht ganz nice aus. Das ist jetzt so der Effekt. Der hätte aber wesentlich geiler sein können. Die Dinosaurier sind wie in jedem Jurassic Park und Jurassic World Film wahrscheinlich das Highlight des Films. Wir gucken die Jurassic Park und Jurassic World Filme in erster Linie wegen den Dinosauriern. Wir haben zwar auch menschliche Antagonisten oder Protagonisten mit dabei, aber es geht hier zentral um Dinosaurier. Nicht in diesem Film. In diesem Film ist es andersrum. Der Film ist eine Geschichte über die Charaktere. Und Dinosaurier sind eben mit dabei im Hintergrund und die werden nicht wirklich beleuchtet. Was im Trailer zum Teil als Highlights angesehen war, nehmen wir jetzt mal ganz kurz. Nehmen wir es doch nicht, weil ich es ja nicht spoilern will. Das sind alles keine Highlights. Es gibt keine Highlights in diesem Film. Jeder Dinosaurier wird wie in einer Checkliste mal kurz eingeführt. Ey, jetzt kommt der, okay, jetzt ist er weg, jetzt kommt der, jetzt ist er weg. Es gab sogar Dinosaurier, die als Gefahr eingeführt wurden und die dann einfach in der nächsten Szene nicht mehr dabei waren. Die waren einfach weg. So, und das war auch vollkommen egal, wo die jetzt abgeblieben sind. Hätte man sich vielleicht darauf beschränken sollen, ein bisschen weniger Saurier zu machen und dafür dann eben präsenter das Ganze aufzubauen. Das, ja, ist eben schwer zu sagen. Man kann im Nachhinein immer meckern, man hätte das besser machen sollen, das besser machen sollen. Ich verstehe das eben auch. Ich verstehe, was der Film vorhatte zu machen. Verstehe die Mühe, die in die Gedankengebung des Films geflossen sind. Aber die Umsetzung ist halt, ich glaube, das ist der umsetzungsschwächste Film der gesamten Jurassic-Reihe. Wir sehen ja im Trailer auch, dass Blue dann irgendwann mit Beta ankommt, mit einem Baby. Und da wurde im Trailer schon ein Mysterium aufgebaut. Wie kann sie ein Baby haben? Und auch das wird im Film aufgelöst. Warum das möglich ist, fand ich zum Beispiel ein bisschen lame. Aber das ist jetzt, wie gesagt, bei allem, was ich hier gerade sage, ist das natürlich auch nur meine Meinung. Der Grund aber, warum Blue kann, was sie kann, jetzt muss ich es aber extrem verschachteln, um euch nichts zu verraten, hat auf jeden Fall einen Grund. Und der Grund war auch wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, cool, ja, kann man mit einbauen, passt irgendwie. Ja, warum nicht? Bis auf Blue und Beta ist mir leider kein Dinosaurier im Gedächtnis geblieben. Und nein, auch nicht der Giganotosaurus, der uns als der große neue Saurier angepriesen wurde. Es gab noch nie einen großen Saurier, der uns versprochen wurde, der so belanglos für den Film gewesen ist, wie jetzt hier. In Jurassic Park 1 hatten wir den T-Rex als das große Aushängeschild. In Jurassic Park 2 waren es eben die beiden Tyrannosaurus Rex. In Jurassic Park 3 hatten wir den Spinosaurus. In Jurassic World hatten wir den Indominus Rex. In Jurassic World 2 hatten wir den Indoraptor. In Jurassic World 3 würde ich nicht den Giganotosaurus auf die Liste setzen, sondern ein ganz anderes Tier, was ihr dann im Spoiler-Teil erfahren werdet. War ein bisschen schade, weil der von der Animatronik her doch sehr cool aussieht. Sie haben ihn zum Teil sehr langsam dargestellt. Es gibt Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, warum fällt er sich jetzt gerade so komisch? Das machen sie natürlich, damit man diese, weil das eben auch eine animatronische Figur ist, die kann sich ja nicht so ganz schnell bewegen. Und wir haben hier wieder so ein paar Callbacks auch zum Original Jurassic Park. Ist natürlich alles Fanservice. Der Film strotzt über von Fanservice. Auch der Giganotosaurus ist eigentlich nur ein T-Rex in einem anderen Gewand. Er verhält sich zum Teil wie der T-Rex, er sieht eben einfach nur anders aus. Außerdem haben wir im Trailer auch gesehen, dass der Dilophosaurus zurückkehrt und ja, gut, es gibt teilweise wirklich Szenen, die nur dafür da sind, um dir ins Gesicht zu halten. Weißt du noch, so Jurassic Park, das war doch damals geil, das ist doch jetzt auch geil. Es ist aber, das ist meistens schwach. Der Film hat so viele Anspielungen an andere Filme, an andere Jurassic Park Teile, dass ich es wirklich schade finde, wie wenig Vertrauen man in seinen eigenen Film hat, dass man andere Filme bewerben muss. Sogar den Film, der davor gekommen ist, wird zum Teil, da werden zum Teil nochmal Szenen irgendwie nachgestellt, die daran erinnern sollen.
Und dadurch kommt halt auch ein Effekt zustande, dass Jurassic World Dominion sich weniger anfühlt wie ein eigenständiger Film, sondern mehr wie so ein Special, was jetzt eben rauskommt. Also der 50. Geburtstag von Jurassic World, jetzt habt ihr hier nochmal was und überall ist Fanservice, wir bringen die alten Figuren zurück, guck mal, Sprüche, die gar nicht in den Film reinpassen, aber die gab es in den alten Filmen auch mal, werden jetzt hier mit reingebracht. Es gibt Szenen, die 1:1 nachgestellt werden, aber eben nur an anderen Orten spielen und das ist so ein... Man hat hiermit natürlich versucht, jetzt nochmal alle Gefühle mit abzuholen, weil das ja das große Finale sein soll. Aber hätte man lieber was Eigenes draus gemacht und sich nicht einfach an allem orientiert, was davor passiert ist, wäre mir das lieber gewesen. Zurück zum Thema Dinosaurier. Das CGI der meisten Saurier sieht ganz cool aus. Es gibt Szenen, wo die im Schnee laufen, die im Winter spielen oder eben an Orten spielen, wo es eben verschneit ist. Da hat es manchmal ein bisschen komisch ausgesehen, das ist aber einfach... Ja, Gemecke auf sehr hohem Niveau, weil das CGI in dem Film ist wirklich sehr geil. Und es ist mit Sicherheit extrem schwierig, eine CGI-Figur in eine Schneelandschaft zu stecken, weil man da auf sehr viel achten muss, wie der Schnee rieselt, wie der Wind fällt, wie die Spuren im Schnee sich verhalten. Das ist alles schon cool so gewesen. Ich bin der Meinung, dass wir hier sogar einen Film haben, der, was CGI angeht, mit auf einer Spitzenebene gelandet ist, der sich auf jeden Fall so sehen lassen kann. Die Props sehen manchmal ein bisschen seltsam aus. Das sind halt eben diese animatronischen Figuren, aber es hat dennoch einen Charme, der sich manchmal oder der sich bei einer bestimmten Stelle in so einen Star Wars-Vibe verliert. Also es gibt ja diese Malta-Szene, die wir auch im Trailer sehen. Und da passieren dann irgendwann Sachen und da tauchen dann eben auch ein paar Props von Sauriern auf, die man dann eben sieht. Und ich musste direkt an Tatooine denken, weil das so seltsam ausgesehen hat. Man hat sich dann irgendwie auch dann dazu entschieden, den Sauriern nicht nur diese Federn zu geben, sondern auch wie so Bärte. Die haben zum Teil, das ist jetzt kein Scheiß, die haben zum Teil so Haare, die einem so raushängen. So, dadurch sehen die halt aus wie Aliens mehr und nicht wie Dinosaurier. Das kommt so ein paar Mal vor und da musste ich halt immer lachen, weil ich mir gedacht habe, okay, ist jetzt schon ein bisschen cringe. Aber trotzdem seinen Charme. Ich mag animatronische Figuren. Ich finde das einfach toll, wenn man sowas benutzt. Und von daher passt das schon. Bei Austin habe ich eigentlich auch schon alles gesagt, was gesagt werden muss, außer dass, weil das ja ganz neu eingeführt wurde, wir kannten bei Austin gar nicht aus den anderen Filmen. Aus den Büchern ja, aus den Filmen nicht. Und jetzt hat man sich hier dazu entschieden, wir nehmen Biosyn nochmal mit rein und geben denen noch eine Story. Also es gibt einen Grund, warum Biosyn existiert und was die eben da machen wollen und was die eben da vorhaben. Und Biosyn jetzt so spät nochmal einzuführen, wird dem Film zum Verhängnis. Das wird dem Film wirklich zum Verhängnis, neben der Werbekampagne, die uns eben suggeriert, ey, hier geht es um einen globalen Film, der überall auf der ganzen Welt spielt. Saurier sind überall auf der ganzen Welt. Wie kommen wir damit klar? Und eben dann noch das Thema, ja gut, wir müssen aber halt auch Biosyn komplett einführen und auserzählen. Das bricht dem Film so ein bisschen das Genick, meiner Meinung nach. Und ich möchte jetzt hier von Biosyn aus direkt mal zum Fazit übergehen, denn ich glaube, ich habe jetzt hier, glaube ich, nahezu nur gemeckert, aber ich glaube wirklich, dass die Werbekampagne und das, was uns versprochen wurde, essentiell daran schuld ist, dass dieser Film von Kritikern gerade wirklich zerrissen wird, großteils. Hätte man uns von vornherein gesagt, passt auf, Jurassic World 3 wird was ganz anderes werden als die Filme davor. Es wird sich mehr um die Charaktere drehen, weniger um Dinosaurier und wir werden Biosyn in den Mittelpunkt stellen. Wäre man mit einer anderen Erwartung in diesen Film reingegangen? Jetzt geht man mit der Erwartung rein, geil. Jetzt habe ich Bock drauf, jetzt kann die Scheiße mal richtig am Dampfen sein, wenn die Dinosaurier über die ganze Welt rennen und wir werden da Action-Pieces sehen und damit was passieren. Es passiert sehr viel. Es passiert zu viel in dem Film. Aber trotz allem nicht auf dieser globalen Ebene. Das wurde uns aber eben versprochen. Und ich werde im Spoiler-Part nochmal genau auf diese Punkte eingehen. Ich mache das auch in einem Livestream, denke ich mal. Da werde ich dann alleine mal mit euch quatschen. Ihr könnt dann immer in die Kommentare, in den Chat reinschreiben und wir unterhalten uns mal über diesen Film, was ihr davon haltet. Weil ich glaube wirklich, dass komplett die Werbekampagne, ich habe noch nie erlebt, dass eine Werbekampagne einen Film so in die Ecke gedrängt hat, dass man wirklich so auf eine falsche Fährte gelockt wurde, wie jetzt in diesem Film. Mir würde kein Beispiel dazu einfallen. Und bei allem Gejammer und Gemecker, auch jetzt eben von mir, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der Film, wenn man das erstmal so ein bisschen sitzen lässt, wenn man das erstmal so ein bisschen akzeptiert hat, was da jetzt passiert, dass der Film dann nach und nach in der Wertung ansteigen wird. Denn es passieren doch ziemlich coole Sachen, die auch zwischendrin sich dann eben anders anfühlen als die anderen Filme,
Aber das ist ja nichts Negatives. Ne? Man kann sich nicht darüber beschweren, das ist immer alles das Gleiche. Und wenn dann was anderes gemacht wird, wird auch wieder drüber rumgemeckert. Das kannst du eigentlich hier nicht bringen. Denn sie machen hier was anderes. Und die Idee ist gar nicht mal so verkehrt. Es ist, dass die Idee nicht weit genug aus sich herausbricht und dann eben, dass die Umsetzung wieder mal so lapidar ist. Und dann versprecht uns doch keine Great Conclusion, wenn das dabei rauskommt. Versprecht uns doch nicht, dass die Saurier global, jetzt kommen wir hier auf der ganzen Erde, wenn auch das nicht dabei rauskommt. Das ist eine Sache, mit der ihr euch ins eigene Bein geschossen habt, bin ich der Meinung. Schreibt ihr mir jetzt in die Kommentare, bitte ohne Spoiler, was ihr von dem Film haltet. Seht ihr das Ganze genauso wie ich oder bin ich da einfach gerade zu pingelig, weil es eben auch schon sehr spät ist und ich ins Bett will? Aber wir quatschen da, wie gesagt, nochmal in einem schönen Spoiler-Talk drüber live und klären die Situation mal, was denn da gerade wirklich passiert ist. Was habe ich da gesehen? Das war auch so meine erste Reaktion nach dem Film. Was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Ich glaube, in dem Film wird mehr Unrecht getan, als er es eigentlich verdient hat, aufgrund dessen, dass uns eben was anderes versprochen wurde. Ist ja auch blöd, wenn du zum Essen eingeladen wirst und da wird dir dann hier ein Steak versprochen und am Ende bekommst du da eine Brokkolisuppe. Und trotz dieses extrem dummen Vergleichs, ja, ich glaube, dass der Film am Ende dann doch nach und nach immer höher steigen wird. Ich weiß noch damals, wo die Kritik zu Jurassic Park 3 ja so unterirdisch war und heute sagen die meisten, ey, geht eigentlich, ist doch ganz cool. Der Film wird jetzt kein Highlight werden über die Jahre, der wird jetzt auch kein Meisterwerk werden, aber ich glaube, dass er sich dann doch knapp nach meinem Ranking, also mein Ranking ist Jurassic Park 1 ganz oben und dann geht es einfach nach unten. Das ist einfach in der Reihenfolge geworden. Für mich die Filme immer schlechter und ich glaube, dass ich Jurassic World Dominion trotz allem zwischen Jurassic World 1 und dem zweiten Teil einreihen würde. Das heißt, er hat den vorletzten Platz bekommen. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich hätte eigentlich schwören können, dass Jurassic World Dominion sehr wahrscheinlich mein Lieblings-Jurassic World Film wird. Aktuell ist das eben noch nicht der Fall. Schreibt mir jetzt in die Kommentare unten rein, was ihr von dem Film haltet und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann zum Livestream wieder, zum großen Spoiler-Talk. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.